Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge der Pokémon Sonne Blindlock Challenge. Yay! Wir haben einen kurzen Location-Wechsel gemacht. Wir sind kurz vom Hafen nach oben in dieses schmucke Touristenhäuschen, war es, glaube ich, die Touristeninformation. Wir müssen noch mit dem Typen hier sprechen, denn, wie, wo, was? Es ist schon soweit. Du hast 10 verschiedene Pokémon-Arten gefangen. Ja, genau. Oh ja, genau, danach habe ich gesucht. Jetzt habe ich alle Informationen, die ich für meine Forschungen brauche. Ich danke dir. Aber genug der vielen Worte. Hier, das ist für deine Mühen. 10 Hyperbälle. Voll geil. Können wir sehr gut gebrauchen. Ich bin dir wirklich dankbar. Ohne dein Gespür wäre ich nicht weitergekommen. Alles Gute auch weiterhin. So, haben wir das auch. So diese kleinen Sidequests. Ich finde das voll geil. Sidequesten Pokémon Haut-Edition ist irgendwie ungewohnt. Da gibt es auch die eine Perle, die will gerne einen Drifloon haben. Das werde ich hier nicht fangen, habe ich aber im Mond-Livestream gemacht. Da habe ich mir einen Drifloon gefangen, habe es gezeichnet, habe auch was Tolles dafür gekriegt. Und genau, die gibt einem dafür 10.000 Poké-Dollar. Muss ich kurz überlegen, was war es nochmal? Aber es waren 10.000 Poké-Dollar, die man dafür kriegt. Und das war es dann auch schon. Jetzt reiten wir nochmal kurz auf Tauros zum Haven. Zum Haven. Und da wollte ich noch etwas machen. Etwas ganz Bestimmtes. Das werde ich auch mal kurz hier in der Nuzlocke machen. Einfach nur, damit ich es habe. Es muss einfach sein. Warte mal, ich muss mal kurz speichern. Das werde ich jetzt einmal kurz hier in der Aufnahme machen. Ich werde es zurechtschneiden, dass man es dann fertig sieht. Und ja, falls du es noch nicht weißt, dann wirst du es gleich merken. Also, es gibt einen kurzen Schnitt. Sprich am Hafen mit Professor Kukui, wenn du bla bla bla. Das mit dem Pokémon abholen, das hat sich erledigt. Das geht nur auf Pokémon XY und Omega Rubin und Alpha Saphir. Da muss man bei Geheimgeschehen den Code. Hab ich das rausgeschnitten? Ich weiß nicht. Ich erzähl's einfach nochmal. Muss man den Code, also du machst Geheimgeschehen, gehst auf Geschenk empfangen, über Seriencode Passwort empfangen. Und dann gibst du einfach ein Arceus 2016 zusammengeschrieben, halt Arceus. Und dann kann man sich Arceus auf die eben genannten Editionen runterladen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier drin lasse oder rausstelle, deswegen erwähne ich es einfach nochmal. Wollte ich jetzt eigentlich demonstrieren und dann hier den Pokédex-Eintrag genießen, aber okay, ist auf Sonne, Mond nicht möglich. Also, naja. Muss ich es auf den anderen Editionen machen, dann sehen wir das jetzt nicht. Einfach nur, damit wir mal Arceus hier den Eintrag haben. Okay. Haben sie clever gemacht. Auf jeden Fall, XY und Oras kann man sich mit Arceus 2016 ein Arceus sichern. Voll geil. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, und jetzt gehen wir endlich zur nächsten Insel. Hey, Janine, wir sind bereit zum Ablegen. Aber keine Ahnung, du kannst blablabla. Ablegen. Alle an Bord. Es geht los. Jawoll. Die erste Insel haben wir gemeistert und jetzt geht's auf die zweite. Ich freue mich, ich bin gespannt. Juhu, das Meer! Wer auch immer das jetzt war. Professor, Professor, leg noch ein paar Knoten zu. Wenn wir der Yacht des Professors noch mehr verlangen... Was? So schnell konnte ich nicht lesen. Zerbricht sie vielleicht noch. Du hast doch nur Angst davor, deinen Hut zu verlieren, Lili. Natürlich. Kannst du dir vorstellen, wie es auf Akala aussieht? Nein. Warte nicht, antworten. Ein Trainer auf Inselwanderschaft findet sowas selbst heraus. Ganz genau. Wir sind auf Wanderschaft. Ich kann es kaum erwarten, Janine. Ich kann es selber kaum erwarten. Eine Pokémon-Edition mit Cutscenes. Ich find's toll. Ja, Akala, wir kommen! Yay! Komm schon. Schmeiß mich ja nicht auf die Insel. Ah. Voll cool. Akala! Ja, Schwarzbild. Kantai City. Hutsasa, jetzt wäre ich beim Aussteigen fast hingefallen. Juhu, wir sind in Akala. Yay. Hutsasa, statt Hoppla zu rufen, sollte das etwa ein Witz sein?
Na klar, Janine, du fandest es auch lustig, oder? Bitte. Oh, doch, oh wei. Was nehme ich nur, was nehme ich nur? Okay, ich habe gelacht. Oh, doch. Und du, Professor? Ditto. Oh. Flachwitze, bitte. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf den Machomai-Look, Kukui. Auf dem Machomai-Look, weil er das Hemd immer auf hat. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert, aber ob nun positiv oder negativ, Wäldchen, komm zurück in die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lili. Myla, schön euch kennenzulernen. Mein Name ist Myla. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Maho, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Maho gestoßen. Hier auf Akala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Okay. Sie starrt mich an. Und die Zutaten seid in diesem Fall ihr beiden. Vielversprechende Trainer erkenne ich sofort. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Maho ist allerdings nicht der einzige Captain auf Akala und nicht auf dieser Insel. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern. Ich schließe ihre Inselwanderschaft. Ist schließlich ihre. Ich schließe deine Inselwanderschaft. Du darfst nicht weitermachen. Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Akala und ein fröhliches Sterben. Ich freue mich schon auf unseren ersten Pokémon-Kampf. Ein Massaker. Ich warte auf euch. Komm, Maho, gehen wir. Hör auf, sie herumzukommandieren. Sie sieht irgendwie blumig aus. Das sind laut Pokémon-Stream von letzten Sonntag. Letzten Sonntag ist relativ, die Folge kommt Wochen später raus. Vom ersten Pokémon-Mondstream sind das hier keine guten Vorzeichen. Oh lala, typisch Myla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Ach, sie ist die Königin! Okay. Auf Akala gibt es insgesamt drei Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4 direkt nach Ohana. Ich werde als erstes ein Pokémon-Center suchen gehen. Was für Malasadas sie wohl hier haben. Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Was mache ich? Wir sind auf Akala angekommen. Schau gleich in deinen neuen Insel-Pokédex. So kannst du erfahren, welche Pokémon hier auf dich warten. Das ist also Kantai City, die Stadt mit Meerblick. Lasst mich doch mal in Ruhe lesen! Schweinerei! Akala Pokédex. Okay, wir können hier wieder einen Peperkran theoretisch fangen, aber ich würde es nicht fangen. Deckelotokan ist so traurig. Aha. Ich finde es toll, dass wir hier wirklich speziell gucken können. Kann ich ja mal zu kurz zeigen, habe ich noch nicht gezeigt. Nehmen wir mal Pepek. So, gehen wir mal auf Habitat. Jetzt sehen wir, okay, in diesen Gebieten ist Pepek fangbar. Ah, verdammt. Ist irgendwas in der Stadt fangbar? Das kann ich jetzt noch nicht zeigen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir geben auf den Dex hier. Das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher. Nehmen wir mal Pepek. So, Habitat. Das zeige ich mal kurz. Pepek ist in diesem Areal fangbar. Aber nur in diesen gekennzeichneten Grasfeldern. In anderen Grasfeldern ist es nicht fangbar. Zum Beispiel da unten ist kein Pepek fangbar. Was ich echt cool finde, so kann man noch einfacher festlegen, okay, das Pokémon ist auf der Route, aber nur da und da so auffindbar. Das ist interessant. Man muss in bestimmten Feldern gucken. Ich finde das echt geil. Will ich nur mal kurz zeigen, weil ich es echt feier. Ich feiere es hart. So, Arcana Pokédex. Wir könnten hier auch ein Coriolis fangen. Wahrscheinlich dann ein rotfarbiges, so die. Es gibt ja vier Formen, es gibt vier Inseln, auf jeder Insel eins. Ein Krabox hätte ich auch ganz gerne. Krabox ist cool. Nee, Bulak. Gibt es da unten? Aha, interessant. Wir können wildes Metbo fangen.
also umklatschen und Erfahrungspunkte grabbeln. Wobei! Hey! Mit Anton. Okay, cool. Alles klar, dann wollen wir uns mal. Upp. Ja. Du sprichst echt langsam. Ich kann ins Auge pieksen. Oh. Mhm. So. Für uns einfach noch das ganze Wasserfeld an diesem. Okay, alles klar. So, genug rumgespielt. Jetzt wird wieder ernst gemacht. Jetzt machen wir wieder voll Ernte. Wir gucken uns hier um. Was ist das hier? Ach ja, so ein Anmeldeding, ne? Oder? Willkommen! Ich meine natürlich Alola. Ja, genau. Verkaufen nur nichts. Warte. Wenn ich daran denke, ich habe es aus mir weggedrückt, wie viele Pokémon im Meer leben, frage ich mich, wie viele es wohl insgesamt auf der Welt gibt. Unglaublich viele. Quappu? Quappu, quappu, quappu? Man sieht es ihnen nicht an, aber die Piers der Alola-Region sind einfach der Knaller. Man kann dort nämlich nicht nur Schiffe besteigen, sondern sie auch einer Wartung unterziehen lassen. Ja, wenn man drauf steht. Oh, du hast einen Trainerpass. Schon toll, dass man das Passfoto jederzeit aktualisieren kann, oder? Ja, wenn das im echten Leben so einfach wäre, wäre das echt toll. Ohne immer Geld dafür bezahlen zu müssen. Neulich habe ich auf dem Festival Plaza zusammen mit 100 anderen Leuten an einem Spektakel teilgenommen. Mhm, an einem Spektakel. Was, wenn du dir am Getränkeautomaten einen kleinen Fort ans Tafelwasser kaufst? Pokémon trinken so eine Flasche in einem Zug leer, weißt du? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Na? Ahoi, Matrosin! Willkommen am Pier von Akala. Wo möchtest du? Ah, okay, hier können wir jetzt die Inseln switchen. Voll geil. Da fällt mir ein... Ich muss mal kurz etwas machen. Warte mal, Knopf. Festival Plaza. Ich muss mal kurz eine Verbindung herstellen. Jo. Jo. Wenn es hinhaut. Man kann nämlich jetzt für eine gewisse Zeit so ein Festival an einem Festival teilnehmen. Oh, meine Güte. Das möchte ich gerne mal kurz ausprobieren. Wir sind ja noch in so einer Zeige- und Quatschfolge. Bevor es wieder blutig ernst wird, brauche ich erstmal eine Internetverbindung. Bitte mach eine Internetverbindung. Bitte. Brava 3DS. Du schaffst es, sich zu connecten. Du bist groß und. Na, du bist klein. Aber. Oho. Du bist klein, aber oho und stark. Stark bist du auch und weiß. Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Ja. Schnarch. Ich hoffe, das Event läuft noch. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich meine, es geht bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Verbindung über das Internet wurde aktiviert. Sehr gut. Daten werden überprüft. Bitte warte einen Moment. Ja. Ah, hier. So, perfekt. Veranstaltungshinweis. Zurzeit ist ein Global... Man hat es ja gesehen. Pausier einfach. Schwaderei. Ja, das globale Spektakel... Da müssen wir mit dir reden. Hallo Janine, willkommen beim globalen Spektakel. Das sind rauschende Feste, an denen Trainer aus aller Welt teilnehmen. Wird das Ziel erreicht, erhalten alle Trainer, die sich für die Teilnahme an dem globalen Spektakel registriert haben, einen Preis. Leg dich also ins Zeug. Um teilnehmen zu können, musst du dir aber erst über den PC neben mir eine Spielsynchro-ID... Oh, okay. Ja, komm. Über diesen PC... Yo. Spielsynchro-ID durchführen. Yay! Spielsynchronisierung oder Synchro, wie auch immer. Das ist eine Spielfunktion, die eine Verbindung zwischen Pokémon Sonne oder Mond und der Internetseite des Pokémon Global Links, die von The Pokémon Company und Partnern betrieben wird, herstellen kann. Wenn du die Spielsynchro-ID, die du in Pokémon Sonne oder Mond erhalten kannst, auf der Internetseite des wird dein Spielstand dort automatisch schon. Ausstellen. Yo. Verlust mit dem Server wird hergestellt. Ja, die Spielsynchro war bei... Das ging mit XY, glaube ich, schon los. War ganz nett.
Wenn man Internet anhatte und man hat gespeichert, dann hat es ewig gedauert, weil dann synchronisiert wurde. Das war immer, hier habe ich oft vergessen, da musste ich immer den WLAN-Knopf hier drücken, damit ich dann keinen Connect mehr habe, damit es schneller ging. Wurde erstellt. Du kannst sie nun auf deiner Internetseite registrieren. Sobald du die registrierst, wird dein Spiel dann automatisch auf diese Internetseite hochgeladen. Weißt was, leck mich am Arsch. Ey, die Kacke funktioniert wieder mal super. Ich bin begeistert. Ganz ehrlich, scheiß drauf, ey. Man kann bei diesem Event ordentlich Münzen hier sammeln, aber ganz ehrlich, was, leck mich. Funktioniert wieder super. Die Seite hat schon letztes Mal richtig super funktioniert. Ich bin begeistert. So, scheiß drauf. Hoffentlich passt das alles ganz gut. Wer schreibt mir denn um 4 Uhr morgens? Ah, so. Kansai City wurde einst von Trainern gegründet, die viel in der Kanto- und der Johto-Region herumgekommen sind. Aha. Kommst du mir nur so vor oder bringen immer mehr Leute Pokémon aus Kanto mit nach Alola? Joa. Welches Item man seinen Pokémon zum Tragen geben soll? Also eine Zitrobeere ist immer gut. Das stimmt allerdings. Tipps für Trainer. Je nach Level des Gegners erhält ein Pokémon unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Wow, wieder was dazugelernt. Das ist ja der Oberhammer. Das sieht blumig aus. Sehr blümelig. Spitznamen von Pokémon, die man per Tausch erhalten hat, können nicht geändert werden. Mein Magnetilo heißt übrigens Blitzeblank. Blitzeblank. Tilo. Blitzeblank, okay. Alola, ich bin der Namenbewerter und als solcher ein wahrer Spitznamenexperte. Tja, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon werden? Nein. Verstehe, komm wieder, bla bla. Okay, hier haben wir den Namenbewerter. In Alola gibt es viele sehenswerte Orte, die man nur findet, wenn man danach sucht. Aber ich will dir nicht die Freude am Suchen nehmen, du findest sie bestimmt selbst. Ja. Bin ich nicht wunderschön? Okay. Hi, du. Willkommen in Touristeninformationen. Aha, der perfekte Ort, bla bla. Super. Hat sich gelohnt. Niemand schenkt mir was. Keiner will mir was schenken. Ich will da rein. Also in die Boutique. Oh, Janine. Möchtest du in den Ruinen? Suchst du dir Klamotten aus? Wenn immer suchst du dir Klamotten aus. Das auch, aber ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Arcada heißt übrigens wohl Capufala. Piu? Ich habe mich gefragt, ob du uns nicht vielleicht dorthin begleiten willst. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Janine. Oh, das freut mich. Wir warten dann beim Hotel Meeresrauschen. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person, die mir sehr wichtig ist. Aha. Was könnte nur das Hotel sein? Keine Sorge, ich finde allein dorthin. Man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Ist so süß! Und du geh wieder in die Tasche. Aufmüpfig, kommt wohl in die Pubertät. Und weg. Der moderne Pokéball, eine Tasche. Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Wir sollten aufpassen, dass wir solchen bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Meinst du nicht auch, Janine? Ja, ein bisschen zu spät. Oh, ich habe im hinteren Teil von Kansai City ein schönes Gebäude entdeckt. So, bevor wir da, bevor wir da hingehen oder überhaupt mal irgendwo hingehen. Wir haben noch einmal Malasada, ne? Ach, das war das mit dem Schlossproblem. Okay. Stimmt, das kann man nicht einfach so essen, um. Haben wir noch gar nicht gezeigt, warte mal. Einfach so essen, um Werte zu die Zuneigung zu erhöhen. Das war ja für Statusdinger. Ich habe die Level einfach mal auf 18 erhöht. 17 und 16. Was? Warum so 16? Guckt immer an, wie viel Diamond Josu noch braucht. 818, knapp über 1000. Und das die. Ja, okay. Geht jetzt schlecht, aber ich habe die Level ein bisschen erhöht. Weil mir wurde empfohlen, doch nicht sparsam mit dem EP-Teil und so weiter umzugehen, doch gut zu leveln und zu trainieren, da man sonst
sehr schnell auf die Fresse kriegt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte möglichst wenig Pokémon von ihr, am besten gar keins mehr. Feuerzeit, Akrobatik, Glutkraft, Reserve. Ist irgendwas Neues dazu gekommen? Weiß ich gar nicht. Aquawelle, Flügelschlag, Raub, Widerhall, Durchbruch, Raub, Akrobatik, Geowurf, Windschnitt, Akrobatik, Staffette, yeah. Kraftschub, Katapult, Steinwurf, Härtner, Schärfer. Ja, das glaube ich alles beim Alten. Auf jeden Fall sind die jetzt gut dabei. Und beim ersten Trainer werden wir sehen, ob ich es übertrieben habe oder ob ich gut dabei bin oder ob ich untertrieben habe. Ich habe nämlich keinen Plan. Oh, Pandies! Pandier! Pan, pan, pan! Pandies sind irgendwie putzig. Wenn du Kleidung färben willst, musst du einen weißen Modeartikel kaufen und zum Festival Plaza bringen. Dort können sie dir weiterhelfen. Kann man hier denn keine Kleidung färben? Hast du nicht zugehört? Hallo, junge Dame. Na, auf Inselwanderschaft. Kannst du etwas Zeit für einen alten Mann entbehren? Na klar! Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber als junger Mann war ich mal ein Captain. Deshalb packt mich immer der Ehrgeiz, wenn ich einen jungen Menschen wie dich auf Inselwanderschaft sehe. Ist du lustig, meiner privaten Prüfung zu unterziehen? Zum Prüfungsinhalt. Du kennst doch das Hano-Hano-Resort hier auf Alcala, oder? Dort am Strand findest du ein seltenes Pokémon, das den schönen Namen Goofa trägt. Jedi-Gurke! Deine Aufgabe ist es, Goofa in deinem Pokédex zu registrieren und mir dann Bericht zu erstatten. Wenn du meine Prüfung bestehst, winkt dir ein natürlich auch eine Belohnung. Oh, geil, hoffentlich kriege ich einen Goofa. Willkommen, ich will etwas kaufen. Was haben wir denn hier so Schönes? Tanktop. Ich bin jetzt nicht so der Tanktop-Fan. Professor Eich-Tanktop. Das ist ja mal interessant. Professor Eich. Mit Pepita-Muster, okay. Sport-Tanktop, aha. Punkt, aha. Aha. Haben die hier nur Tanktops? Ich bin nicht so der Tanktop-Fan. Sportliche Shorts. Jetzt haben wir eine ganz normale. Hier ist alles ein bisschen knalliger. Der Rock ist ja mal nicht wirklich schön. Keine Röcke. Keine Röcke braucht das Land, okay. Röcke schon mal nicht. Ach du Heiliger. Halbschuhe? Auf so einen Stuhl, okay. Hat sich erledigt. Sportkappe? Nein, wir bleiben bei unserem schicken Mützchen. Ach, du Heiliger. Gut, aber diese Dinger an. Boah, das geht ja mal gar nicht. Die Brillen sind ja potthässlich. Okay, ist nichts für mich dabei. Schade eigentlich. Ich würde mich gerne noch weiter modifizieren, sag ich mal. Modifizierung abgeschlossen. So, dann haben wir das einmal gesehen. Oh, da steht jemand. Hier, etwas Süßes für dich. Damit kannst du deinen Pokémon eine Freude bereiten. Du erhältst ein Sonderbonbon. Oh, das ist ein Sonderbonbon. Ist es ein Pokémon, steigt es sofort ein Level auf. Geil. Das ist das erste Sonderbonbon, was wir bis jetzt gefunden haben. Aha, es dauert ewig. Wuffel, du bist so putzig. Ich führe das Pokémon eines unserer Gäste spazieren. Darf ich es stibitzen? Die andere Region ist ja so herrlich blau. Der Himmel ist blau, das Meer ist blau, ich bin blau. Oh. Mein Bissberg ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Am besten nimmst du einen anderen Weg, bis es hier alle verborgenen Items entdeckt hat. Bonk! Was, wenn ich ein verborgenes Item haben möchte? Scheiß Egoistenschwein. Tja, wie kann man nur so selbstsüchtig sein? Kra, kra! Ein Kramschiff wäre auch cool. Ich glaube, ich lege mir die TM-Schutzschild zu. Vor allen gegnerischen Attacken geschützt zu sein, ist in vielen Situationen sehr nützlich. Da noch Überreste, dann können wir uns immer safe healen. Gibt's hier etwa TMs zu kaufen? Superbälle. Wir haben ja nur 21. Aha, Gegengift. Schutz. Fluchtseil. Wir haben von allem genug. Gleich erstmal was verkaufen. Erstmal was verkaufen, bevor wir gucken, was er uns anbieten kann. Haben wir überhaupt was zum Verkaufen? Ich weiß es nicht. Sonderbonbon verkaufe ich bestimmt nicht, auch wenn es 5000 bringt. Inumina, Fluchtseil, Superball, Heilball, Nestball, Silberstaub für Käfer, da behalte ich mal. Luxusball, Seidenschal, gelber Nektar. Ich behalte es. Rote Karte, Hyperball, Attack haben wir schon zwei. Ich behalte den ganzen Scheiß. So, hast du TMs?
Wenn sie da schon. Jo, hat's da. Lichtschild, Schutzschild, Bodyguard, Reflektor, Aurora-Schleier. Schwächt 5 Runden lang den Schaden durch physische sowie spezielle Attacken. Diese Attacken kann nur bei Hage eingesetzt werden. Aha, also werden jetzt interessant. Jetzt wird Hagel ein bisschen gepusht, finde ich gut. Reflektor und Lichtschild, Schutzschild. Ganz ehrlich, ich hab Schiss, ich gönne mir das jetzt. Man weiß ja nie, ne? Man weiß nie, was so auf einen zukommt. So, haben wir das. Mal kurz gucken. Wer kann das überhaupt lernen? Jetzt kann es keiner lernen, bin ich aber sehr traurig. Das Rokara alles kann, habe ich mir schon fast gedacht. So, bevor ich gucke, Pädophilias Werte. Welcher Wert ist denn schwächer? Berichterstattung, Pädophilia. Ich habe schon 2 Jungs angegrabbelt. Spezialverteidigung ist deutlich schwächer, okay. Du kriegst den Reflektor. Dafür müsste ich Hypnose wegmachen, ne? Hm. Möchte ich wirklich die Hypnose wegmachen oder die Kopfnuss 75? 70? Ich mache die Kopfnuss weg. Ich meine, hin und wieder zurückschrecken lassen, hin und gut und schön, aber wir sind sowieso langsamer. Das kommt weg. Dann können wir unsere miserable Verteidigung ein bisschen auffrischen. Für ein paar Runden. Lichtschild. Rokara. Das Tolle an Rokara ist, auch wenn es jetzt ein bisschen unterlevelt ist, guckt ihr mal die Verteidigung an. 51 und 61, mega geil. Den Härtner mache ich weg. Schärfer macht den Angriff hoch. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich mache den Härtner weg. Flup, 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 flup. Ja, ein Schutzschild kann jeder. Damit könnte ich immer scouten. Komm, Rokara kriegt beides. Vielleicht müssen wir mal auf, also Rokara Diamond Joso kriegt beides. Vielleicht müssen wir auf ihn wechseln, um einen Hit abzufangen. Hier, Katapult, 50. Steinwurf, 50. Katapult, mehr Effekt. Steinwurf, weniger Genauigkeit. Steinwurf, tschüss. So. Rokara wird unser defensiver Supporter. Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir den haben. Schutzschild. Dam, 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 dam. Was kannst du überhaupt noch mal alles? Mein kleiner Wutfussel. Wir machen den Geowurf weg. Der Geowurf ist Wurst. Tschüss, Geowurf. Schutzschild, da können wir mal gucken. Was macht der Gegner? Ich meine, ein bisschen Taktik können wir ruhig reinbringen ins Spiel. Ist ganz gut. Dann kriegt Pekko das noch. Pekko vielleicht auch. Spezialangriffe können. Widerhall ist am Anfang ganz gut, aber ganz ehrlich. Tschüss. Ist halt am Anfang echt schwach und scheiß drauf. Pekko wird es nicht mehr nötig haben, dank Aquavelle. Dann kriegt noch Dancing Queen. Wenn ich irgendwas entbehren kann. Kraftschub, Staffette. Obwohl Kraftschub einfach staffettieren. Ich lasse erstmal. Das muss erstmal reichen. Dann einmal. Wie kann ich denn das nochmal sortieren? Ach, ist auch egal. Komm, das reicht erstmal. Würde ich mal sagen, mache ich jetzt erstmal ein Folgenpäuschen. Nachdem ich mit denen noch gequatscht habe. Beim Aufsammeln von Bären kann es passieren, dass man von einem Pokémon angegriffen wird. Die Natur ist immer für eine Überraschung gut. Das stimmt allerdings. Hinter den nicht enden wollenden Schleifen von Route 4 liegt Ohana. Dort wohnt Captain Kiave. Pokémon, die man per Tausch erhalten hat, bekommen mehr Erfahrungspunkte und lassen sich selber deshalb leichter trainieren. Ja, das stimmt. Einmal den hier. Überhaupt nicht nötig, aber ich mach's einfach. Und dann würde ich mal sagen, machen wir ein Folgenpäuschen. Das war jetzt mal so eine Quatschfolge für zwischendurch. Wollte ein bisschen was zeigen. Hat nichts funktioniert, bis auf das mit dem Hyperball sammeln. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Blöd. Aber egal. Ich hoffe mal, die Folge ist jetzt nicht zu lang geworden, weil ich weiß nicht, wie viel ich rausschneiden muss. Also, bevor wir weitergehen, erstmal Folgenpäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's für heute. Arrivederci, meine Kamakoronis. Und ja, der Ernst des Lebens geht bald weiter. Arrivederci und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.